Hey Leute, willkommen zurück zu Project Zero 4. Das letzte Mal haben wir Kapitel 3 abgeschlossen, der vergessene Tag, sind dabei mit Chihiro Kirishima in den Keller gegangen unter dem Haibara Hospital und haben die fünf Mädchen in einem Flashback noch einmal gefunden. Ich möchte jetzt einfach mal sagen, die fünf Kanade, die Schreinmaiden, die bei der Kagura-Zeremonie tätig waren. Na, der Verdacht drängt sich mir zumindest auf. Und ja, ich werde Chihiro jetzt übrigens Schusel nennen. Also nicht Schorsch. Das fanden ja einige ganz lustig, als ich das mal sagte. Auch zuletzt jetzt Kitsch aus Plastik hat mir das geschrieben. Aber ich weiß nicht, vielleicht wird es ja einigen die Stimmung kaputt machen. Deswegen, ja, lasse ich das, auch weil es lustig ist mit George und so weiter. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen weiter zum vierten Kapitel. Oh, was ist das denn? Eine Zusammenfassung? Tatsächlich. Kapitel 1. Verstimmt. Wenn man sich nicht mehr an etwas erinnern kann, hat es dann aufgehört zu existieren? Eine andere Person, ein Mädchen, kam auf die Insel, um Misaki und Madoka nachzujagen. Ihr Name ist Ruka Minasaki, und sie ist eines der Mädchen, welches damals vor 10 Jahren mit den anderen entführt worden war. Sie war eine Eingeborene der Insel, und nach dem Zwischenfall verließ sie die Insel zusammen mit ihrer Mutter Sayaka. Ruka kehrte auf die Insel zurück, hatte aber ihre eigenen Gründe. Sie ist die Tochter einer einflussreichen Familie und will auf die Insel zurück, um ihre Erinnerungen zurückzuerlangen, welche sie vor 10 Jahren verloren hatte. Das Schicksal ihres Vaters, das der Inselbewohner, aber vor allem ihr eigenes zu finden, das ist ihre Absicht. Um den Schlüssel zu ihrer Erinnerung zu erlangen, wandert Ruka durch das Haus Rugetsu und trifft dabei auf Madoka, die zu einem Geist geworden ist. Ruka sieht ihr eigenes Gesicht in einem Spiegel in der Bibliothek, verzerrt und hässlich. Kapitel 4 Ruka Minazuki, das leere Gefäß. Okay, ich finde diese Zwischenfilmchen immer ziemlich unheimlich, muss ich sagen, die mit diesem, wie von einer schlechten Tonaufnahme, so kratzig und uah, so altbacken. Auch die Zusammenfassung fand ich übrigens richtig gut. Gerade für Leute wie mich, die nicht so viel zum Spielen kommen und nicht so viel am Stück aufnehmen können. Ist es doch schon nur sehr nett. Ich hab's doch gewusst, hier ist noch was. Was haben wir denn da? Na, bitte keine Hand. Oh, seitdem die einmal kam, habe ich immer Angst davor. Madokas Notiz Nummer 5. Ich verstehe nicht. Ich habe mein Gesicht gesehen und ich verstehe es nicht. Verstehe es nicht. Mein Gesicht ist zerknittert. Es ist zerknittert, aber. Ich habe mich erinnert. Ich habe geschrien. Ayakos Gesicht. Eine Hand, die nach mir griff. Eine Maske, die näher kam. Die Farbe von Blut. Rot. Die Musik. Ein ruiniertes Gesicht. Nein, ich will das nicht sehen. Ich erinnere mich. Wir waren auserwählt. Es tut weh. Alles. Alles. Mach sie zu. Warum? Kann ich nicht sehen. Ah. Ah. Schnell. Will sie schließen? Der Mond ruft mich zurück. Der Mond. Der Mond. An einem dunklen Ort. Ein dunkler Ort. Ohne Mond. Ein. Dieses Zimmer. Madokas Notizen werden immer verwirrter, aber das ist ja auch nicht unverständlich, denn sie wurde ja langsam zum Geist, leider. Das haben wir eben ja nochmal in der Zusammenfassung gehört. Für alle, die dies verpasst haben. Oh, ich habe jetzt jedes Mal Angst, dass diese Hand kommt. Seitdem sie einmal da war, habe ich jetzt irgendwie immer Schiss davor. Das ist aber auch gemein, muss man sagen. Und dann war der Gegenstand weg. Das finde ich total doof. Warte mal. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass wir mit Ruka die meiste Zeit unterwegs sein werden. Da möchte ich doch jetzt mal was aufladen. Ja, Speed ist vielleicht. Hoppala. Geschwindigkeit ist vielleicht gar nicht so schlecht. Sehr gut. Und die roten hebe ich mir mal auf, glaube ich, für die Linsen. Die besten Linsen kommen ja immer zum Schluss, das wissen wir. Erhöht die maximale Geisterkraft und Absorption. Was ist das?
die spirituelle Kraft, die absorbiert wird. Heißt das der Schaden oder wie? Nee, das ist ja eigentlich Power. Na, ich verstehe es nicht. Ich werde erstmal nur das lassen. So, gehen wir mal weiter. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo ich hin muss. Wir sind ja immer noch in Asus Museum. Oder in seiner Bücherei, besser gesagt. Hier ist doch bestimmt auch noch was. Oh, tatsächlich. Irgendwas leuchtet hier. Schau mal an. Ja, ich habe jetzt ja auch 13 von den Husuki-Püppchen, aber ich werde vielleicht dann noch offscreen ein bisschen sammeln. Nein, keine Hand, komm. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, schön. 5 rote Kristalle. Ja, das ist. Ich sag ja, seitdem das passiert ist, mit der Hand, das eine Mal, habe ich da ein bisschen Respekt vor und auch ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Was ist da schon wieder? Oh, die Schwester. Schwester, Schwester. Die Schwester geht zum Managementbüro. Ich glaube, ich laufe ihr einfach mal nach. Das scheint mir das Vernünftigste zu sein in dem Moment. Oh, da bin ich eben erschrocken schon wieder. Dieser Sound schon wieder, also diese Geräusche. Wer macht diese Geräusche? Ich denke, in dem Fall passt Musik, aber eigentlich besser. Oh, ist das ekelig, kratzig und laut. Na, da ist sie wieder. Ich kann mir denken, woher es kommt, die patrouillierende Schwester. Oh, das ist wieder diese Sprechanlage, über die Musik hier gespielt wird. Eieiei. Leute, ist das furchtbar laut. Aber was sage ich da? Ihr hört's ja alle. Oh Gott. Oh, die Schwester wieder. Oh, furchtbar. Ich will gar nichts mehr sagen. Es ist einfach nur. Oh, ich muss mal kurz den Ton bei mir ein bisschen leiser. Oh, gut. So ist besser. Was? Oh, ich war zu spät. Ja, viel reden macht jetzt nicht Sinn. Reden macht jetzt nicht viel Sinn, so wollte ich sagen. Steuert diese Konsole das Lautsprechersystem? Ich muss es abstellen. Oh, viel besser, viel besser. Aha. Zweiter Stock. Aufzeichnungen der Krankenschwester Nummer 3. Eine Sache gibt es heute zu berichten. Heute spielten wir hier im Gebäude die experimentelle Musik von mittags bis 5 Uhr nachmittags. Wie gewöhnlich wählten wir einen Teil der Luna-Melodie. Zu diesem Zeitpunkt war bereits bestätigt, dass einige Patienten eine ungewöhnlich starke Reaktion zeigten. Diese starken Reaktionen wurden in der Pädiatrie bemerkt. Bei einigen Patienten wurden positive Effekte verzeichnet und es besteht die Möglichkeit, dass wir die Behandlung wiederholen werden. Jedoch wurde bestätigt, dass während der Anwendung die Reaktionen nicht so positiv waren, wie wir zuerst dachten, und dass die Ergebnisse nicht durchweg gut waren. Das Verhalten der Patienten gibt uns noch immer einige Rätsel auf. Wenn die Musiktherapie das nächste Mal durchgeführt wird, seien Sie bitte vorsichtig und notieren Sie alle plötzlichen oder unerwarteten Reaktionen. Also bei mir hat das jetzt auch starke Reaktionen ausgelöst, aber keine positiven, muss ich sagen. Schon wieder. Madoka, vielleicht? Das Zimmer 207 blinkt. Ayako ist auf die Namensplakette geschrieben. Nein, nicht schon wieder kämpfen. Ah! Nein, nein, nein! Nein, 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 das war jetzt gemein. Geh weg. Hau bloß ab. Na komm. Gib mir einen Grund. Ha! Och, das war ja. Och, guck mal, was ich alles für Zusatzschüsse bekommen habe. Haha. Notiz zur experimentellen Musiktherapie. Ankündigung an alle Beteiligten. Morgen um 18 Uhr wird es eine Erklärung geben, betreffend die Übertragung der experimentellen Musik hier im Hospital.
Bezüglich des Ortes kontaktieren Sie mich später. Ebenso bitte ich die verantwortliche Schwester im zweiten Stock des neuen Gebäudes, das Musikstück aus Zimmer 207 zurückzuholen. Ah, okay. Was war eben mit Ayako? Welche Spielzeuge? Das Mädchen macht mir immer mehr Angst, muss ich mal so sagen. Die ist mir nicht so ganz geheuer. Warte mal, wenn überall in jedem Raum... Ah, guck mal da unten. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe ja letztes Mal schon bemerkt, dass in so ziemlich jedem Raum ein Hosuki-Pippchen versteckt ist. Also muss hier ja auch eine sein. Na komm. Die ist genau im Fokus, aber das interessiert das Spiel nicht. Na, das zählt wohl nicht. Das ist so doof. Na, ne, interessiert's nicht. Ich warte jetzt mal kurz. So. Ich muss weiter runter, aber ich sitze so nah am Sensor, glaube ich. Das ist total bescheuert mit der Steuerung. Ihr glaubt's mir. Hoffentlich. Ah, das war schon wieder nix. Ich will dieses Püppchen jetzt fotografieren. Jetzt habe ich's. Ah. Ekelhaftes Suzuki-Püppchen. Ich finde die total unheimlich. Und ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass sie verschwinden, wenn ich sie fotografiere, weil das macht es einfacher, alle zu bekommen, finde ich. Aber wenn sie immer wieder da sind, müsste ich mir eine Liste schreiben, welche ich schon habe, und das finde ich dann ein bisschen unpraktisch. Weil ihr glaubt gar nicht, wie viel Papier ich hier immer rumfliegen habe für alle möglichen Sachen. Auch für die Spiele, die ich spiele. Das ist furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Ich könnte hier ganze Aktenordner füllen, wahrscheinlich irgendwann. Oh Gott, das Zimmer von Ayako, da war ich letztes Mal ja drin. Aber das war mit... Das war mit Misaki. Genau, mit Ruka war ich da noch gar nicht. Mal sehen, wie es jetzt dort ausschaut. Nicht, dass sie da irgendwo aufgehängt ist, das wäre richtig, richtig übel. So, gehen wir mal rein. Die anderen Zimmer, das suche ich ja auch noch. Aber nächstes Mal. Oh, nicht dieses Zimmer schon wieder, das ist so... Ah. Was? Die beschworene Ayako? Alles klar. Du bist mir trotzdem unheimlich, Mädchen, weißt du das? Na? Bitte keine Hand. Bitte keine Hand. Aha. Klemmbrett mit Ayako. Oder von Ayako. Name Ayako. Alter 12. Zimmer 207. Patient zeigt fast keinerlei Mitgefühl und hat Anzeichen der Gedächtnisschädigung. Besonders zu erwähnen ist auch, dass sie Freude dabei empfindet, wenn sie andere Lebewesen verletzt. Glücklicherweise beschränkt ihr Ego ihre Handlungen gegenüber bestimmten Zielen. Die Patienten fühlen sich während der Erholungszeit oft stark verbunden mit bestimmten Objekten. Sie jedoch zeigte bisher kein solches äußerliches Verhalten. Das Luna-Sedata-Syndrom schreitet bei ihr langsam voran, benötigt aber weitere Beobachtungen. Ich sag's doch, die ist einfach nur knallhart verrückt, die kleine Ayako. Aber vielleicht hat sie sich damals an Madoka so ein bisschen in eine Freundschaft herangewagt. Man weiß es ja nicht. Zumindest gibt mir das... Ah, nicht schon wieder! Nein, diese dumme Hand. Oh, und schon ist es kaputt, was da lag. Verdammt. Das waren bestimmt schöne blaue Kristalle, die ich so gerne habe. Von denen hätte ich gerne noch mehr gehabt. Diese Puppenteile. Furchtbar. Oh Gott. Wie das eben aussah, als sie da durchgelaufen ist. Bäh! Am Ende greifen die nach ihren Haaren oder sowas. Das wäre ja das... Das wäre der Abschluss schlechthin. Oh, ein Steinspiegel. Aber ich kann keine mehr tragen. Ja, mit Ruka hatte ich einen. Mit Misaki hatte ich keinen. Und auch mit Shusel hatte ich noch keinen. Schauen wir mal. Diese kleinen Türen hier. Oh, nein! Nein! Ach, wie gemein! Nein, lass mich weg, 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 weg. Und jetzt schnell rumdrehen. Hey, das war doch... Das war doch sogar ein Zero-Shot. Oh. Böses Kind. Böses Kind. Oh Gott, sie ist so widerlich.
Böses, widerliches Kind. Wo bist du? Ich höre dich. Na komm. Ich warte jetzt immer auf diese Zero-Shots, Leute. Das bringt am meisten. Ah, das war zu spät. Verdammt mich. Oh, ich hab sie fast. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ich bin ja gleich erledigt schon. Oh Gott, ist sie aber furchtbar. Du ein widerliches Kind. Und erwischt. Oh. Oh Mann, ich glaube, ich brauche mal eine Kräutermedizin. Ja, ich kann mir ja im Notfall welche kaufen, aber ich glaube, jetzt können wir auch hier durchgehen. Jetzt ist zumindest die Bedrohung beseitigt. Aber zweimal hat sie mich erwischt und trotzdem so viel Schaden angerichtet. Das ist ja ein wenig heftig, muss ich mal sagen. Irgendwie ist es mir hier gar nicht geheuer. Aber wo ist es das schon? Vor allem ist es hier sehr dunkel. Ach, sind das die Musik? Ja, die Musik. Wenn ich das im Dining Room, also im Speisesaal, abspiele, dann könnte ich mich vielleicht wieder an was erinnern. Schwarzes Notizbuch Nummer 1. Musik und Erinnerungen sind eng miteinander verbunden. Ich habe schon viele Fälle erlebt, in denen Patienten ihre Erinnerung mithilfe von Musik zurückerlangt haben. Da gab es mal eine Frau unter meinen Patienten. Sie erlangte eine ihrer Erinnerungen durch ihre Musik zurück. Also spielte sie verschiedene Stücke auf dem Klavier. Es war, als könne sie so ihr inneres Selbst mit der Musik berühren. Ab einem gewissen Punkt wiederholte sie dasselbe Stück, wieder und wieder. Sie veränderte den Absatz, Stück für Stück, wieder und wieder. Vielleicht war dieser Teil der Musik verbunden mit Erinnerungen, welche tief in ihr begraben waren. Überraschenderweise verbesserte sich ihr Zustand. Doch als ihr Gedächtnis zurückkam, beging sie Selbstmord. Es war ein Fehlschlag, aber es war klar, dass die Musik Teile tief in einem Menschen erreichen kann, zu denen Worte nicht imstande sind vorzudringen. Es gab eine ähnliche Musik auf dieser Insel. Ich erinnere mich vage daran, sie als Kind gehört zu haben, und ich glaube, sie hieß die Luna-Melodie. Es gibt verschiedene Lieder über den Mond, aber ich erinnere mich, dass dieses als rituelles Gebet verwendet wurde. Die meisten der Melodien wurden durch den Gesang alleine überliefert, aber es muss irgendwo Aufzeichnungen oder alte Notenblätter dazu geben. Gut, dass ich zurückgekehrt bin. Okay, also ich habe jetzt wohl etwas, das mir weiterhilft. Oh, was ist das denn bitte? Das ist ein Bett komplett umspannt mit roten Schnüren. Was ist denn hier los? Oh Gott! Ja, ist lustig, Ayako, ne? Ist total lustig. Ayako im Bett. 2000 Punkte. Hat sie sich hier versteckt, oder wie? Oder warum? Oh, diese Geräusche. Furchtbar, furchtbar. Leute, ich werde hier nochmal eine Pause machen. Es ist gerade sehr spannend, ich weiß. Aber genau aus diesem Grund muss ich mir ganz kurz mal was zur Beruhigung holen, irgendwas zu trinken oder so. Es ist gerade... Ah, gut, ich würde mich freuen, würdet ihr mir eine Bewertung da lassen, vielleicht noch einen netten Kommi. Und ja, wir sehen uns dann wieder nächstes Mal bei Project Zero 4.